Kommt euch das auch so vor, dass die Zeit so schnell vergeht? Bald ist schon der Advent, dann Weihnachten und nach Weihnachten beginnt die Rauhnachtszeit. Ein Tipp für alle Eltern, ich möchte euch etwas empfehlen, das ist jetzt unbezahlte Werbung und zwar für die Rauhnachtszeit. Es gibt spezielle Rauhnachtsboxen, dass ihr auch diese Zeit zu Hause zelebrieren könnt. Diese Box ist gefüllt mit einem Arbeitsbuch, das euch Tag für Tag durch die Rauhnächte begleitet. Mit einem Tagesthema, mit Arbeitsanregung, mit Ritualideen und einer kleinen Räucherkunde. Und außerdem findest du auch da in dieser Box eine ganze Menge Arbeitsmaterial. Sowas wie ein Räucherfächer, Räucherkohle, Räuchermischung, Material für einen Medizinbeutel, Material für Loslassrituale, Kerzen und das alles in einer wunderschönen Box. Das empfehle ich dir, weil ich letztes Jahr diese Box hatte und die so toll fand, dass ich gern diesen Tipp mit dir teilen möchte. Die Rauhnachtsbox bestellst du dir online auf soulrevolution.de. Geh da am besten auf den Punkt Shop und dann findest du die Rauhnachtsboxen von Maike Awe. Also ein kleiner Tipp für dich. Jetzt geht's aber endlich los. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 811. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und es ist Montagabend, die richtige Zeit zum Recken und zum Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang, spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch einfach ins Bett hinein plumpsen. Und sucht euch hier eine ganz bequeme Position. Und heute am Montagabend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Die allerletzten Ab-ins-Bett-Adventskalender gibt es noch. Und damit sie rechtzeitig zum 1.12. bei euch ankommen, sichert sie euch ganz schnell auf abinsbett.net. Hier ist die 811. Gute-Nacht-Geschichte für Montag, den 14. November. Celine und das Baby. Celine ist ein ganz normales Mädchen. Es ist ein ganz normaler Montag. Doch heute ändert sich alles im Leben von Celine. Heute wird sie nämlich eine stolze Tante. Die große Schwester von Celine. Die ist längst erwachsen. Sie hat heute in der Nacht ein Baby bekommen. Celine ist seit heute Tante. Und darauf ist sie richtig stolz. So ein echtes Baby hatte sie noch nie auf den Arm. Klar hat sie mal ein Baby gesehen im Kinderwagen oder in der Stadt beim Vorbeifahren oder von Bekannten. Aber so ein echtes Baby, das zur Familie gehört, mit der sie verwandt ist, mit der sie später mal spielen kann. Vielleicht kann sie später sogar auf das kleine Baby mal aufpassen und Babysitterin sein, wenn ihre große Schwester und ihr Mann irgendwas anderes tun. Darauf freut sich Celine. Mama sagt immer, dass Babys so ganz besonders riechen. Für Mama und Papa ist das auch was Besonderes, denn seit heute sind die beiden Oma und Opa. Und das klingt ja komisch. So stellt sich Celine gar keine Omas und Opas vor. Die sind doch alle ganz alt, haben viele Falten im Gesicht und gehen mit einem Krückstock und haben weiße Haare. Mama und Papa sehen eigentlich noch ganz jung aus. Zumindest für eine Oma und für einen Opa. Celine ist ganz aufgeregt. Sie fahren nämlich nun zu ihrer Schwester. Als sie bei ihr ankommen, ist sie noch etwas erschöpft. Das Baby schläft die ganze Zeit. Zum Glück, so können sich alle ausruhen. Und das Baby kann man auch im Schlaf ganz genau betrachten. Mama hat wirklich recht, das Baby riecht richtig gut. So kann nur ein Baby riechen. Irgendwann nach ein paar Minuten fängt das kleine Baby an zu schreien. Ganz schnell kümmert sich Celines große Schwester um das kleine Kind. Dann bittet die frisch gebackene Mama, dass Celine das Baby einmal hält. Ganz wichtig, den Kopf festhalten. Das kann die Kleine nämlich noch nicht. Oh,
jetzt weiß Celine auch, dass es ein Mädchen ist. Und in dem Moment, als sie ihre Nichte in den Arm nimmt, hört sie sofort auf zu schreien. Die beiden scheinen sich wohl jetzt schon zu verstehen. Und das gerade mal ein paar Stunden nach der Geburt. Celine ist sowieso der Meinung, dass sie dem kleinen Mädchen alles von den Augen lesen kann. Dazu muss die Kleine nicht mehr sprechen können. Celine versteht Babysprache. Vielleicht, weil sie auch noch ein Kind ist. Celine ist nun glücklich, dass die Familie um ein echtes Menschenkind gewachsen ist. Und dass es allen gut geht. Morgen, da fahren sie wieder hin. Zur frisch gebackenen Mama, zum Papa und natürlich zum kleinen süßen Baby. Celine weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's ab ins Bett. Träumt was Schönes. Bis morgen 18 Uhr. Abinsbett.net. Gute Nacht.